Hallo und willkommen zurück bei Space Engineers. Boah, Alter, sieht das hier krass aus. Ich bin ja ewig nicht mehr hier gewesen. Jetzt kommst du hier rein und... Not bad. Ich fange direkt mit den Kommentaren an. So, sehr gute Idee, den Flieger zum Abrissmonster umzufunktionieren. Danke. Jo, super, finde es fast perfekt. Jetzt das Eingangstunnellauflicht. Kannst nochmal 6 Sekunden als Blinkabstand probieren. 6 Sekunden Blinkabstand. Das sind jetzt die 6 Sekunden. So, weiter im Text. Ja genau, gib mal ein Garten-Update. Wie weit sind sie denn? Also die Terrasse ist raus. Es wurde noch viel gemacht, ne? Also gleichzeitig wurde dann noch, ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal erzählt habe, der Zaun wurde gemacht. Also den alten Zaun raus, einen neuen rein, die Terrasse raus, neue rein. Das ist jetzt noch nicht so. Also es ist jetzt eine, ich muss gerade ein bisschen denken, weil ich gar nicht mehr genau weiß, wie ich hier hochgemacht habe. Huch. Na, auf jeden Fall wurde jetzt noch der Zaun mitgemacht. Und die Terrasse raus, und da haben sie jetzt die alte Terrasse ist jetzt draußen, die neue muss jetzt rein. Der Zaun ist fertig. Die ganze Wiese ist raus, alles was grün war ist raus. Da muss jetzt neu gemacht werden. Die haben unten, wo meine Garage ist, haben die auch alles raus und haben das schon gepflastert, also damit sind sie durch. Das war echt überraschend. Ich glaube, der muss weg und da muss ein Vierer hin. Und der kommt auch bis oben hindurch, wenn ich das gerade richtig sehe. Und bei dem hier kommt sogar noch einer hin. Ich muss erstmal wieder reinkommen, deswegen werde ich die Kommentare machen, versuche ich das nebenbei zu machen, aber meine Multitasking-Fähigkeit sind leider grottig. So, auf jeden Fall unten ist schon gepflastert, das heißt, ich könnte jetzt wahrscheinlich schon wieder mit dem Motorrad raus. Das würde funktionieren. Was mache ich denn hier? Habe ich jetzt aber tatsächlich nicht gemacht. Ich meine, im Moment regnet es auch, ne? Da willst du dann auch nicht. Ja, es muss aber noch hier oben am Fenster von meinem PC-Raum haben die jetzt soweit, so gut. Nee, Quatsch. Hier muss auch ein Dicker wieder hin. Haben die jetzt auch alles schon raus und haben da schon, ich sag mal, die Steine gesetzt. Jetzt muss da halt noch die schönen Dekosteine drauf. Dann wären die auch durch. So, und dann noch ganz oben das Dach muss ich jetzt noch machen. Aber die sind echt schnell. Also ich bin echt ein bisschen erstaunt, wie schnell die sind. So. Wie war denn das jetzt hier? Das geht bis unten durch.
Aber das passt ja hier dann gar nicht. Doch. Ja, ist richtig. So. Ja, Mann, sehr geil das Licht im Eingangstunnel, bis auf das Rot. Ich bin für ein weißes Gelb. Es soll ja ein Führlicht sein, kein Warnlicht. Wie bei den Baustellen auf der Autobahn. Und jetzt benötigen wir zum Schluss noch eine Zeitschaltung, beziehungsweise eine Sensorschaltung, dass das Deckenlicht nur nachts eingeht. Ja, das krieg ich nicht hin. Ich meine, ich kann das per Schalter machen, dass ich sozusagen den immer an- und ausmache. Also das ist das weißeste Gelb, was ich hinkriege. Oh. Doch nicht. Hab gelogen. Also ich habe ja eine Rot-Grün-Schwäche, ne? Aber auf Baustellen und Autobahnen, die Führungslichter sind für mich nicht weiß-gelb, sondern orange. Beziehungsweise, doch orange. Orange-gelb. Gelb-orange. Also für mich sind die eher... Krieg ich's hin? So. Also hier ist mehr so rötlich, hier ist mehr so gelblich. Also für mich wäre das so. So sieht für mich ein Baustellenlicht aus. Außer natürlich, du meinst wirklich diese weiß-grellen Teile, die in der Nacht sind, die sehen aber so aus bei mir. Man kann es ja mal so machen, dass so ein bisschen Farbe drin ist. Oh, finde ich gar nicht mal so schlecht eigentlich. So. Ja, die Zeitschaltuhr. Puh. Habe ich überhaupt schon sowas drin? Ich überlege gerade, wo das sein könnte. Ich weiß gar nicht, wo der programmierbare Block ist. Ich sehe den hier gar nicht. Gut, ich habe mir jetzt auch, bin noch nicht über jedes einzelne drüber gegangen. Ich habe jetzt geguckt, okay, ein Block. Wie könnte der denn aussehen? Über mal so durchgeguckt. Vielleicht muss man den auch gar nicht dingsen, sondern hat den... Hier ist der programmierbare Block. Hier ist eine Zeitschaltuhr. Die Zeitschaltuhr können wir, glaube ich, schon bauen. Boah, ich habe das noch nie gemacht. Ja, aber woher erkennt er jetzt? Wir müssen dann irgendwie den Tagesrhythmus rausfinden. Was braucht er denn noch? Computer und interne.
klatsche ihn mal hier hin. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, wie das Teil funktioniert. Und warum das Ding so groß sein muss. So, okay, es geht um die Deckenleuchten. Das sind die beiden hier. Hier ist die Zeitschaltuhr. Da müssen wir die auf jeden Fall in die Gruppe machen. Warte, hier waren doch Lichter. Genau die beiden. Ach, Moment mal. Ich kann die Verzögerung auf eine Stunde stellen. Das heißt, er ist dann eine Stunde aus, dann geht er eine Stunde an. Ich kann das aber nicht mit der Sonne verbinden, dass er erkennt. Also was wir machen könnten ist, wenn die Sonne aufgeht, könnten wir gucken, okay, ab jetzt geht er aus und ist so lang aus. Aber, boah, ich lasse den mal jetzt so, dann soll der einfach mal dingsen, ne? Kann der denn, zählt der eine Zeit runter? Kann ich die Zeit vielleicht sehen? Ach so, ich muss den starten. Ist mehr wie eine Bombe, ne? So. Tun wir die mal rein. Die müssen wieder aufladen. Während ich hier mache, kann ich doch eigentlich mal die nächste Folge hier die Kommentare machen. So, wenn ich künftig einen bestimmten Block meine, kann ich jetzt immer eine Nummer sagen. Standardblock ist Nummer 1, alles klar. Jo, die Meteoritenidee finde ich gut. War es ein Blitzschlag? Ja, es war ein Blitzschlag. Also ich gehe stark davon aus, dass es ein Blitzschlag war. So. Ah, okay. Mist, das Gegenstück zur Viertelrampe gibt es wirklich nicht. Wenn du keine bessere, wenn du keinen vergessen hast, aufzustellen. Also ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass ich keinen vergessen habe, aufzustellen. Bin ja extra alle durchgegangen und habe die hingestellt. Aber die Idee, wie wir es jetzt hier gemacht haben, finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir müssen eigentlich darauf warten, dass es dunkel wird und dann die Zeitschaltuhr neu machen. Ich weiß nämlich nicht, wie lang hier so einmal dunkel, einmal hell ist. So, hier habe ich jetzt gelb genommen für dahinter. Das würde ich dann auch gern so weiterbauen. Ich glaube, es war das gelb, oder? Ich guck mal. Ja. So, wie habe ich denn das gemacht? Auf jeden Fall ist hier ein falscher Block dran. So. Ich mache das jetzt auch extra. Ich hätte hier eigentlich auch die viereckigen Blöcke nehmen können, aber ich mache das extra so wegen dem Muster. Wenn ich jetzt ein viereckiges dahin gebaut hätte, dann sähe das Muster anders aus. So habe ich halt dieses komische Muster da auch dran.
So, hier, guck zum Beispiel, hier da hinten seht ihr jetzt, das ist ein Viereckmuster, also dieses. Und es sieht halt genau anders aus, ne? Also. Das hier ist also eher gleich. Außer Ressourcenverschwendung. Gut, ich verschwende so viel Ressourcen generell an irgendwas. Von daher darf man sich darüber eigentlich nicht beschweren. So. Weitere Kommentare. Ah. Der Michael hat nochmal geschrieben. Der Michael. Ich bin für die Nummer 3. Jetzt habe ich natürlich vergessen, wie das war, ne? 1, 2, 3. Also hierfür. Wo die Tür so ein bisschen reingeht, das rausguckt. So, die Nummer dazu geschrieben, geht auch nicht eine Kombination aus 2 und 4. Breite Seiten, flaches Dach, also da, wo die Tür außen ist. Dann bearbeiten wir mal die 3. Die 2. Das war die 2, ne? Ist die 2, ja. Also breite Seiten, flaches Dach. Das flache Dach waren die hier, ne? Jetzt bin ich wieder ein bisschen durch. So, dann muss ich aber nochmal Clean Armor Weiß. Der passt da gar nicht richtig drauf. War der das überhaupt? Oder war das der hier? Okay, so wie es scheint, funktioniert das nicht. Denn diese Ecken hier funktionieren nicht. Na komm, jetzt dreh dich mal richtig, so. Also das flache Dach geht, ja gut, ja, ist ein bisschen eckiger, ne? Finde ich persönlich aber kacke. Ah, der gefällt mir auch nicht, weil der hier durchguckt. Also es geht leider nicht. So, wir haben es probiert. Also, Michael hat den hier genommen. Dann werden wir jetzt wahrscheinlich auch den hier nehmen. Ich meine, die anderen, so Dinom und so kann natürlich auch noch was dazu sagen. Aber die Kombination, die du vorgeschlagen hast, die geht leider nicht. Also nicht so gut. Gefällt mir auch nicht. Was wir probieren könnten. Ist das mit einer runden? Geht auch nicht. Wir können aber mal komplette Rundung probieren. Also, stehen zur Auswahl. Das finde ich gar nicht mal schlecht, ehrlich gesagt. Es stehen zur Auswahl die 2 und die 3. Sucht euch eins aus. 2 oder 3. Hier ist natürlich auch, sehe ich gerade, einen Unterschied. Ne? Hier ist die Tür weiter innen und hier ist die Tür halt ganz außen. Das können wir variieren. Also geht es jetzt erstmal um die Form. Rund, eckig. Tür innen, Tür außen. Also kombinieren könnt ihr jetzt gleichzeitig. Also lasst es mich nochmal wissen.
Wollt ihr rund? Oder, also rund oder eckig? Dann Tür außen, Tür Mitte oder innen? Tür innen oder Tür Mitte? Tür außen. Also das wäre jetzt Kombination rund, außen. Das wäre Kombination eckig, Mitte. Ihr könnt aber auch eckig außen oder rund Mitte. Mir egal. Ich persönlich find beides gut. Ich würde das gerne mit Tür zusehen, aber das kriegen wir nicht. Müssen wir hier Strom drauf klatschen. Gut, aber das war's auch erstmal. Oder warte, ist das Folge, ist das Doppelfolge hier? Doppelfolge, ne? Ja, sehr gut. Dann können wir ja weitermachen. Das Rund hat mich echt überrascht. So, nächste Seite, Kommentare. Ich glaube, es wäre tausendmal einfacher, den Tunnel zu bauen, wenn du nicht mit Halbblöcken als Grundlage beginnst. Ja. Ja. Stimme ich dir zu, machen wir ja auch nicht mehr. Ich habe es halt eine Ewigkeit versucht. Ich gebe mir jetzt auch Mühe, den hier zu Ende zu bauen, weil ich will einmal den Glasturm bauen, weil wenn ich jetzt unten alles aushülle, ne, und das dann nach unten baue und dann stimmt fast irgendwas mit dem Glas nicht, dann kotze ich mir einen Strahl. So, ich werde auch Träger brauchen wahrscheinlich, ganz viele Träger. Weil ich glaube, um Glas bauen zu können, brauche ich... Oh, wir haben... Jetzt sagt mir nicht, wir haben keine Stahlplatten mehr. Okay, wir haben noch Stahlplatten. Produktion. Träger. Oh nein, ich muss wieder Erz sammeln. Oh Gott, wird ja wieder lästig. So, was brauche ich denn für die Fenster, um Fenster zu platzieren? Träger, sehr gut. Ne, mein Inventar ist voll, ich kann jetzt nichts wegreißen. Aber theoretisch bräuchte ich ja jetzt keine Dings mehr. Keine Stahlplatten. Was sehr gut ist. Aber ich habe nicht genug Träger. So, wie fange ich denn jetzt mit dem Glas an? Ja, die entscheidende Frage, ne? Ich habe ja noch eine Kommentarseite. Machen wir die mal. Oh Mann, das sind aber viele. Hier hat die noch richtig reingehauen. Weil das Grün hier leider nicht so geil ist. Du hast doch die komplette Farbpalette, oder? Dann mach es halt geil. Ich würde sagen, wir machen erstmal Glas und Farbe am Ende. Ich muss generell erstmal gucken, wie ich es am besten jetzt mache. Wie groß hatten wir das eigentlich? Ich fange, glaube ich, unten an, weil hier bin ich nämlich limitiert. Okay, ich muss den nicht invertiert nehmen. Genau so. So, hier muss ich jetzt nach oben. Warum geht der nicht? Warum geht der hier nicht? Kann es vielleicht sein... Ich nehme vielleicht doch mal ein paar mit. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, die Schräge nach oben wird der einfache Teil. Kann es vielleicht daran liegen? Das ist jetzt meine Hoffnung, dass es daran liegt, sonst habe ich ein Problem. Es liegt daran. Sehr gut.
weil hier keine Befestigung dran ist am Glas. Das heißt, ich muss mit den Seiten weitermachen. Wie wollte ich denn die Seiten gestalten? So einfach, so gut. Okay, ist sogar richtig rum. Dann können wir hier eigentlich direkt weitermachen. Ich glaube, hier muss ich einen früher schon nach oben gehen. Das heißt, hier aufhören. So, das ist jetzt invertiertes Dach. Müssen wir mal gucken. Ist richtig. So, hier müssen wir jetzt nach oben gehen. Ich kann die nicht dran klippen. Vielleicht muss ich mir hier auch mit Beleuchtungen helfen. Aber wir machen erstmal die Seiten zu. Das wird auf jeden Fall interessant. Sollte ich vielleicht erstmal mich um die Kommentare kümmern? Weil hier muss ich wieder Konzentration reinstecken. So, der Kasten bis hier ist auf jeden Fall schon mal fertig. Die Schräge nach oben wird eh interessant. Machen wir weiter mit den Kommentaren. Hör doch einfach mal auf, aus Versehen Shift zu drücken. Ja. Weißt du, was ich extrem cool fände? Nee, weißt du natürlich nicht, aber deshalb schreibe ich es ja. Wenn du zusätzlich an den Bohrfliegern noch Räder anbauen würdest, dann könnten wir nämlich immer sehen, wie du den coolen Eingangstunnel befährst. Und dann schaffst du dann auf Düsen um und wenn voll, dann wieder auf Räder und rollst gemütlich die Rampe hoch. Finde ich eine gute Idee, machen wir. So, das müsste reichen. Räder. Da muss ich die Füße wegmachen, ne? Was ist denn hier der Unterschied zwischen links und rechts? Ist doch egal, oder? Finde ich eine sehr gute Idee. Clean Armor schwarz. Erstmal. Shift! Ha! Ich weiß gar nicht, ob das so gut funktioniert. Hier kann es nicht platziert werden. Hier könnte es platziert werden. Ich weiß nicht, ob die sind, glaube ich, nicht tief genug. Ich klatsche so einen dran. Ja, wobei, den können wir doch mittig setzen, oder? Ne, der muss hier dran.
Na, dann machen wir es anders. Ja, aber der passt nicht. So ein dicker Block würde passen. Der passt nicht, weil der... Ah, der geht oben an das Ding dran. Verstehe. Der wäre auf jeden Fall tief genug. Falsche Taste. Na, ich weiß nicht. Der eine Reifen müsste eigentlich weiter nach vorne, ne? Wir probieren es mal. Aber ich glaube, der eine Reifen muss weiter nach vorne, damit es gut funktioniert. So, was brauchen wir dafür? Motor, Stahlrohr, Stahlrohr. Herstellungskomponenten. Noch irgendwas? Nö. Ich kann mir gut vorstellen, dass der jetzt nach vorne wegkippt. Wir probieren es einfach. Also die Füße kann ich dann ja theoretisch wegmachen. Oder die sind halt so ein kleiner Puffer. Ich meine, oh shit, oh shit. Ich muss die Füße wegmachen. Weil die haften sonst am Boden an. Was ich gut finde, sobald der abhebt, gehen sozusagen die Triebwerke an. Was wir aber machen ist, wir machen eine Gruppe rein, wo alle Triebwerke drin sind. Ups. So, wir speichern die Gruppe. Triebwerke. Falsche Taste. Gruppen, Triebwerke, Umschalt an und aus. Machen die aus. So, jetzt fahren wir. Das Problem ist dann, wir kommen vorne auf. Boah, also das Bremsen, das müssen wir auf jeden Fall üben.
Warte, wir haben ja Licht. Also wir kommen auf jeden Fall vorne auf. Das könnten wir vielleicht noch wegfedern. Wenn ich die jetzt anmache, ist das Problem aber gelöst. Aber dann fahren wir auch eher. Nun gut. Ich würde sagen, wir buddeln hier mal trotzdem jetzt erstmal ein bisschen weiter. Wir brauchen ja eh Ressourcen. Trifft sich also ganz gut. Da kann man auf jeden Fall was machen. Das ist eine sehr gute Idee. Gefällt mir. So. Sehr weiter im Text. Sehr gut. So gefällt mir das. Immer schön erzählen, während der Montone arbeiten. Hätte mir das Spiel auch mal angeguckt. Also es geht um Dual Universe. Ich war erstmal überlegen. Also ich nehme an, es geht um Dual Universe. Wo war ich? Und fand es sehr ansprechend, aber leider nicht Free-to-Play und für ein Abo-Modell spiele ich einfach zu selten. Und ich fand es persönlich auch nicht unbedingt schön, ne? Aber das kommt bestimmt noch. Ich meine, das hat ja, genau wie Star Citizen, ziemlich große Wünsche. Wie es mal sein will. Aber die Idee fand ich eigentlich ganz cool. So. Ja, also mit den Farben hätte ich mir das so vorgestellt. Du unterteilst den Tunnel in Scheiben. Jede Scheibe ist ein Block dick. Und dann müssten wir probieren, das Rot zu entschärfen. Also lässt du zum Beispiel drei Blöcke, Scheiben, vom Eingang aus erstmal rot. Dann machst du zwei Scheiben grün, dann eine rot, zwei grün. Dann müssen wir halt rumprobieren mit Scheiben und Farben. Vielleicht sieht ja schwarz-rot super aus. In diesem Fall könnte ich mir vorstellen, vier Scheiben schwarz, eine rot. Dann muss aber auch viel Licht eingebaut werden. Zum Beispiel das Lauflicht unter den Rosten. Also den Gitterrosten. So. Ich glaube, du hast einen Denkfehler. Der Tunnel ist exakt gleich baubar, also fast mit den Vollblöcken wie mit den Halbblöcken als Grundlage. Es ist lediglich ein halber Block größer und kleiner in jede Richtung. Warte, ich muss mal gucken, wo ich hinbaue, weil ich gucke die ganze Zeit nur auf den Dingens. Ich sehe nämlich gar nichts. Oh shit. Bin ich gerade irgendwo gegen gecrashed. Es ist lediglich ein halber Block größer und kleiner in jeder Richtung. Du musst natürlich ebenfalls wieder eine 60-Grad-Rampe arbeiten, nicht mit 45. Also Block Nummer 1, normaler Vollblock, die Wände. Block 8, 60 die Rampe, der Bogen. Also wir haben es ja jetzt, glaube ich, nur mit Vollblöcken gemacht, weil es einfach generell einfacher ist. Aber ich glaube, da fummel ich jetzt auch nicht mehr dran rum. Ne? Es sieht, für mich sieht es gut aus. Ich hoffe, ihr seht es genauso, aber ich würde jetzt ungern da nochmal was dran gehen. So, ich glaube, das waren dann auch alle Kommentare, ne? Ich lasse mir den mal offen für die nächste Folge. Dann werden wir in der nächsten Folge das mal mit den Scheiben, also den Farben, ausprobieren. Aber was ich vielleicht machen sollte, ich war gerade ein bisschen geschockt, dass ich genau da ausgestiegen bin, dass ich hier vielleicht aufmache. Weil ich muss hier nochmal wegreißen. Das heißt, ich mache gerade mal mein Inventar leer. Und schleife mir dann mal hier den Weg frei, damit ich hier in Ruhe... Warte, hier war doch noch eine Lampe. Habe ich weggemacht.
Ja, hier sehe ich wenigstens mal, wie ich die Wand hatte. Beziehungsweise nicht die Wand, sondern das Dingens. Ja, ich lasse den da drin mal ein bisschen alleine brutzeln. Ich meine, das sollte kein Problem für den sein. Echt? Krass. So. Boah, jetzt wird's hier aber dunkel, ey. Wie lang zeigt denn die Schaltuhr an? Bin ich jetzt mal gespannt. 30 Minuten. Ich meine, hier ist eigentlich generell dunkel, ne? Boah! Hier ist dunkel. So, diese Wand werden wir auch mal wegmachen. Denn ich muss mir jetzt ja hier einen Weg schaffen. Für unser Bohrfahrzeug. So, aber ich würde sagen, wir machen weiter in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao! Ja doch, ciao!